Bei unserer Recherche zum A-Wagen sind wir im Stadtarchiv auf historische Filmaufnahmen gestoßen. Sie versetzen uns in ein München aus einer anderen Zeit. Kommt mit! Wir zeigen euch die längst vergessenen Aufnahmen in unserem Special. Los geht's mit einigen berühmten Stadtansichten. Am Lehnbachplatz ist um 1906 ein besonders alter Beruf zu sehen. Weichensteller. Die waren an Knotenpunkten mit dichtem Verkehr stationiert, um den Verkehr am Laufen zu halten. Und es gibt noch einen alten Beruf mit einem schönen Titel. Die Trambahnschienenreinigungsdamen waren bis in die 1930er Jahre unterwegs, um die Weichen von Schmutz zu befreien. Zu der Zeit sind auch die Aufnahmen von dem hier entstanden, ein umgebauter Schneepflugtriebwagen. Na, wer hat einige Ecken des historischen Münchens wiedererkannt? Schreibt's uns in die Kommentare. Ganz oldschool freuen wir uns über euren Daumen nach oben oder ein Abo. Und wir gehen jetzt wieder Schienenritzen fegen. Eine Sisyphus-Arbeit.